In diesem Video soll es darum gehen, mit Hilfe einer OCR-Software gescannte Texte maschinenlesbar zu machen. OCR, was für Optical Character Recognition steht, ist ein Verfahren, das Computern ermöglicht, die einzelnen Buchstaben und Zeichen auf einem gescannten Dokument als solche zu erfassen. Sobald dies geschehen ist, ist es möglich, die Scans für die digitale Analyse und Auswertung zu nutzen, indem man beispielsweise automatisch nach bestimmten Stichworten sucht. Doch wie verwandelt man eigentlich den Text in eingescannten Bilddokumenten in maschinenlesbaren Text? Im folgenden Tutorial wird eine einfache Möglichkeit gezeigt, wie man aus einem Scan eines beliebigen Textes, der als Bilddatei vorliegt, ein durchsuchbares PDF erstellt. Dazu benötigt man zunächst eine Reihe an frei verfügbarer Software. Zum einen benötigen wir das Bildbearbeitungsprogramm GIMP und eine OCR-Texterkennungssoftware. In diesem Tutorial wird die Software G-Image Reader verwendet. G-Image Reader ist eine Benutzeroberfläche für die Texterkennungsengine Tesseract. Tesseract verfügt über eine große Anzahl an erfassbaren Sprachen und Schriften und ist deshalb auch für historische Dokumente geeignet. Damit ein Scan von einer OCR-Software möglichst fehlerfrei erfasst werden kann, ist es vor allem bei historischen Dokumenten, die oftmals beschädigt oder vergilbt sind, wichtig, diese zuvor mit einem Bildbearbeitungsprogramm zu bearbeiten, um sie für den OCR-Prozess zu optimieren. In diesem Video wird dafür das kostenlose Bildbearbeitungsprogramm GIMP benutzt. Zunächst öffnen Sie den Scan, den Sie bearbeiten möchten. Wenn man näher heranzoomt, erkennt man beispielsweise die unregelmäßige Struktur des Papiers, die die OCR-Software irritieren könnte. Also gilt es, diese so gut wie möglich zu entfernen. Als ersten Schritt entfärben Sie das Bild. Das heißt, wandeln Sie es in Graustufen um, indem Sie in der Menüleiste unter Farben mit der Funktion Farbton Buntheit die Sättigung herabsetzen. Danach verstärken Sie mit der Funktion Helligkeit Kontrast die Kontraste, um die noch erkennbare Papierstruktur zu entfernen und die Schrift stärker vom Hintergrund abzusetzen. Wenn Sie jetzt heranzoomen, sehen Sie, dass die Papierstruktur entfernt wurde und der Hintergrund vollkommen weiß ist. Abschließend speichern Sie die Bilddatei in dem von Ihnen gewünschten Format ab. Öffnen Sie zunächst, wie hier gezeigt, die zuvor bearbeitete Bilddatei. Dann wählen Sie in der Menüleiste unter OCR Mode HOCR PDF aus, um ein PDF mit maschinenlesbarem Text zu erstellen. Danach wählen Sie im Dropdown-Menü unter Recognize unbedingt die richtige Sprache aus, in diesem Fall Deutsch. Jetzt klicken Sie auf Recognize und starten so den Umwandlungsprozess. Ist der Prozess abgeschlossen, erscheint auf der rechten Seite der sogenannte Output mit den erkannten Wörtern. Hier werden jetzt alle Wörter rot markiert, die fehlerhaft erkannt wurden. Diese können manuell verbessert werden. Obwohl G-Image Reader sehr zuverlässig arbeitet, entstehen auch hier systematische Fehler. Beispielsweise wird der Buchstabe T als I erkannt. Per Rechtsklick erscheinen verschiedene Korrekturvorschläge, die angewählt werden können. Auf dem Dokument können Sie die Position der OCR-Schicht verschieben, damit Original und erkannter Text genau aufeinander liegen. Haben Sie das Dokument überprüft, können Sie es als PDF exportieren. Unter gezeigtem Symbol werden verschiedene Exportmöglichkeiten angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall Export to PDF an. Nun müssen einige Einstellungen für den Export vorgenommen werden. Es ist wichtig, dass unter Output Mode PDF with Invisible Text Overlay ausgewählt ist. Die Text-Settings müssen wie gezeigt gesetzt sein, damit Original und Text-Overlay dieselbe Größe haben. Mit OK bestätigen Sie den Export. Öffnen Sie Ihr Dokument in einem PDF-Reader, um es zu überprüfen. Suchen Sie einzelne Wörter mit der Suchfunktion, um zu überprüfen, ob der Text richtig erkannt wurde, oder markieren Sie Wörter, um zu sehen, ob Originaltext und OCR-Schicht übereinstimmen.